Lieben, heute möchte ich euch meinen Adventskalender vorstellen. Also den Adventskalender von den Meerschweinchen natürlich. Der sieht so aus. Natürlich sind schon einige Türchen geöffnet. Heute ist ja schon der 6. Dezember. Von hinten sieht er so aus. Da sind die Produkte aufgelistet, die enthalten sind. Und ich habe jetzt mal von den letzten 2 Tagen den Inhalt aufbewahrt, weil blöderweise kommen auch manchmal nur 2 Leckerlis raus. Und ich habe ja 3 Meerschweine und es darf ja keiner leer ausgehen. Die sind auch ganz lustig geformt. Das sind, glaube ich, sollen Glocken darstellen. Ja, das ist halt eine Krüppelglocke. Hier haben wir einen kleinen Tannenbaum und hier einen Krüppelstern und nochmal einen Krüppelstern. Aber ich bin davon überzeugt, den Meerschweinen ist das sowieso egal, wie das aussieht. Klar sind solche Adventskalender eher für die Besitzer und schon auch ein bisschen unnötig, aber man kann sich den Spaß ja mal machen. Dann wollen wir mal sehen, was die Meerschweine zu dem Inhalt von dem Adventskalender so sagen. So, hier sind sie, beziehungsweise Konfetti ist natürlich schon draußen. Flocki habe ich aber vorher auch schon gesehen. Oh, okay, er muss sich erst noch putzen. Einen Augenblick noch bitte, er ist noch nicht bereit. Flocki, wenn Sie denn mal so weit wären, wir wären auf Sendung und zwar live. Sehr freundlich. Wenn Sie dann mal rauskommen könnten. Es gäbe auch etwas zum Essen. Konfetti hat Essen gehört. Ah ja, scheint zu schmecken, die Glocke. Aber ein bisschen hart. Muss man sich schon ein bisschen anstrengen hier. Gut, gegessen wird dann wohl im Haus. Da war Konfetti jetzt aber auch lange beschäftigt. War wohl doch etwas hart, dieses Leckerli. Für das, wie schnell sie frisst, hat das echt lange gedauert. So. Nochmal eins. Diesmal eine Glocke. Ja, krümelt ganz schön. Mal sehen, was Bounty davon hält. Ja, sie scheint jetzt erstmal für den Anfang zufrieden zu sein. Flocki konnte es jetzt tatsächlich auch einrichten und lässt sich blicken. Mal sehen, was er zu dem Leckerli sagt. Tja, typisch Flocki. Wenn er sich zu viel bewegen muss, dann lässt er auch lieber das Essen sein. Man muss es ihm schon immer frei Haus liefern. Typisch Mann. Nicht dein Ernst. Er sucht das Leckerli, das eigentlich vor ihm liegt. Ah, jetzt hat er gesehen, dass es vor ihm liegt, nachdem er schon draufgetreten ist. Typisch Mann.
Ich wiederhole mich.